Tag Leute, willkommen zu Halo 4, Teil Nummer 3. Neben mir immer noch Dima. Immer noch, ja. Immer noch, und es wird einfach nicht weniger. Und wir kämpfen uns weiter auf unserem Metallplaneten. Guck mal, die hier 360 No-Scope. Pew. Okay. Also No-Scope, ja. Ja, 360, weil 360. Dann ist ja jeder Schuss ein 360 hier. Wenn man nach der Logik geht, und, ey. Ja. Was Alter. Ist das für ein Mistvieh? Ja, das sind die Jäger. Die Jäger? So wie bei hier, wie heißt der Scheiß noch? Spyro? Ach, keine Ahnung. Da gab auch einen Jäger. Lustigerweise, die greifen immer zu zweit an. Also immer. Also, weil einer nicht reicht. Immer als Pärchen. Weiß auch nicht. Und lustigerweise sind das Würmer in einem Anzug. Ach so, wie bei Independence Day. Vielleicht. Ja, also da ist doch immer so ein kleines Alien in so einem Exosuit von diesen Riesenviechern mit den Grenzen und so. Nee, das ist ein Zusammenschluss aus Würmern. Sofern wir den mal hier kaputt gemacht haben. Ein Zusammenschluss aus Würmern, eine Koalition aus Würmern. Ja, wir haben sich gedacht, wäre das nicht dufte, wenn wir... Wenn wir zu so einem Muskelprotze werden. Ja. Naja, manche Rassen in der Allianz hatten nicht so die Wahl, was sie... Okay. Was aus ihnen gemacht wurde. So, aber das ist immer ganz effektiv. Warum ballern diese, die anderen da auf den drauf? Das wissen wir noch nicht, was da Phase ist. Also, ja. Die anderen Viecher, die wir hier haben, sind auch eben Roboter, eben von diesen Blutsvätern, die übrig geblieben sind, die diese ganzen Stationen hier verteidigen und beschützen. Gegen Fremdkörper? Genau, hier sehen wir das. Wir sehen es sogar sehr gut. Okay. Das ist eine hässliche Textur. Das ist einfach nur eine platte Textur, okay. Ob es wohl das ist, worauf die Allianz abgesehen hat? Manchmal ist Grafik nicht deutlich besser. Aber man sieht es ganz gut. Okay. Haben wir wieder was dazu gelernt. Ah. Ich habe die Halo 3 Special Edition mir geholt. Und da ist so ein Buch dabei mit allen bis dato verfügbaren Allianzen. Mhm. Und so ein bisschen Backstory zu denen. Wo kommen die her? Mhm. Was ist das Besondere an dem? Okay. Das ist ganz interessant. Warum Menschen? Also wirklich. Das sieht echt cool aus. Ja, I appreciate it. Das bewegt sich auch noch. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Fuck it. Weiß nicht. Vielleicht sind es Aktenschränke oder so. Ja, wahrscheinlich. Einfach so ein... Keine Ahnung. Eigentlich ist es ein Serverraum. Ja. Mit Computers und wieder diese Default-Konsole, wo man seine zwei Finger reinstöpselt. Ach, das sind diese Terminals, das aktiviere ich jetzt nicht. Nicht? Weil sonst haut uns das auf das Hauptmenü von der Konsole. Das geht komplett aus dem Spiel. Ach so? Ja. Und öffnet dann das Halo Terminal oder den Hub. Und warum? Da sind auch Hintergrundinfos. Ah, okay. Die aber losgelöst sind vom Ingame-Hintergrund, sondern so wirklich, wenn alle findest, hast du so ein Almanach. Okay. Aber das ist ganz cool. Hm. Okay. Zwischensequenz. Ja, ja. Aber man sieht ihn immerhin mal ein paar Mal. Das ist so, okay, wir haben die Rüstung jetzt gebaut, jetzt zeigen wir sie auch. Mhm. Die Waffe haben wir gar nicht. Betrug! Oh. Wenn das so leise hört, hat sich das alle, wenn er läuft, wie so Cracker. Was zum? Ist diese Station nur ein Knoten in einem größeren, den Planeten umspannenden Spannenden. Was? Beim Versuch, auf die dem Signal der Infinity-Mitschnittstelle habe ich das hier. Was ist das? Das ist der Clou. Das ist das Blutsfilter-Symbol für Reclaimer.
Die Menschheit. Das muss die Infinity sein. Kannst du uns dahin bringen? Ist das nicht sogar dieses Marathon-Symbol irgendwie? Ja, das sah so ähnlich aus gerade. Aber nicht ganz. Cortana. Also, das ist anders umgedreht. Das Marathon-Symbol. Das kann nicht sein, kann nicht sein. Setz einen Wegpunkt auf den Kopf. Cortana. Cortana. Schnell, in das Portal! Oh yeah, neue Gegner, die ich furchtbar finde. Okay. Ich finde die ganz, ganz schlimm. Wir werden gleich sehen, warum. Die fliegen, oder? Ja, auch das. Und sie sind kein fester Körper. So wie die Wurmtypen? Ja, die sind wenigstens fest. Eine Art, die können sich halt teleportieren und auseinander. Schauen wir mal, was das Transportsystem hier macht. Ja, hier bin ich doch. Wo ist die Infinity? Wo ist die Infinity? Das hier ist ganz klar Requiem's Kern, aber die Infinity ist nicht die Infinity. Wir sind da bloß drauf gekommen. Vielleicht können wir damit antworten. Die Austriebenen strahlen verursachen die Störungen, um die Infinity zu kontaktieren. Müssen wir sie ausschalten? Kannst du uns hinbringen? Öffne ein Tor zum Eisenstrahlenpylon. Ziehen Sie mich raus. Los geht's. Das ist, was sie gesagt hat? Ja. Naja, nicht ganz. Obwohl, hängt davon ab. Ist das der erste Pylon? Negativ. Pylon? Sie was zum Geier ist ein Pylon? Ein Stab, der Sachen sendet? Feinde! Ich glaube, wir müssen einmal ein bisschen leiser drehen. Ich krieg was? Das, ich krieg das so ein bisschen hallend aus, auf der Tonspur mit, glaube ich, warte. Baller mal. Nochmal. Das war der Schuss. Ja. Das liegt ja übereinander. Das, denke ich, ist schon okay. Okay. I hope so. So, neue Gegner, neues Glück. Es sind Hunde. Hey. Ja, Flughunde. Flughunde sind aber anders. Nein, die können nicht fliegen. Ich? Achso, okay. Die können aber klettern. Verstehe. So Insekten. Das sind so kristalline, komische Flughunde. Ja, und haben solche komischen Waffen. The fuck ist das? Die gehören zusammen. Die bauen sich zusammen, die Waffen? Ja. Das Teilen? Das sind alles wohl so Viecher, die Sachen... Weiß nicht, die ahmen nach dieser Roboter. Mhm. Scheinbar. Wie auch immer sie dann... The fuck? Wieso hat er einen menschlichen Schädel? Ich hab keine Ahnung. Das, was sie gesagt hat. Ja, okay. Nachladen. Mehr davon? Ähnliche Phasenaktivität im Sensorbereich. Hier ist gleich der Teufel los. Mhm. Na, da freue ich mich doch. Okay. Ja, also ich glaube, die langweiligsten Gegner, die es gibt, haben immer irgend so einen kleinen Glow-Kern oder sowas.
Das ist so generic Gegnerdesign, habe ich das Gefühl. So, hier ist der Schwachpunkt, ziel da drauf oder so. What? Okay. Das war vorauszusehen. Ein Schuss in den Ofen. Ja, vor allem, die sind nicht so fassbar, die Gegner. Die haben nicht ein Muster, sondern irgendwie 30 verschiedene oder so. Auch, ja. Und sie sind halt klein und schnell und du ballerst immer noch auf den Boden. Und sehen sich sehr ähnlich, muss ich sagen. Also die Hunde sehen den anderen, also weil sie alle so blau leuchten irgendwie. Ja. Welcher ist welcher? What? Ich glaube, die mit Stacheln, die haben so ein Maschinengewehr in sich. Es ist nicht so einfach, die zu differenzieren im Vergleich zu den normalen, sag ich mal so. Man hat ja echt Munitionsmangel, sehr häufig. Das hatte man sonst nie. Mhm. Weil ich auch behaupte, dass hier Waffen einfach verschwinden. What the fuck? Ich meine, es ist schon cool, aber... Wow. Das ist halt wie das Plasmagewehr. Mhm. Nur jetzt halt gelb. Und in eckig. Ja, das merke ich. Ich meine, es macht leider auch Sinn, da die Allianz sowieso nur die Waffen kopiert hat, scheinbar. Okay. Von denen. Beziehungsweise die basieren auf der Technik von dem, was wir hier gerade bekämpfen. Okay. Prometheaner. So heißt die Rasse scheinbar. Und wir haben gerade mitbekommen, die bestehen nur aus Daten. Das sind wohl gar keine Lebewesen. Okay. Ich meine, wenn man das sehr genau nimmt, bestehen wir auch irgendwie aus Daten oder so. Naja, aber sie sind halt digital. Was auch immer das jetzt schon. Ja, okay, ja. Das wird sogar auch noch wichtig. Okay. Aber lassen wir uns überraschen. Da kommt bestimmt Cortana noch ins Spiel, weil sie ja auch digital ist. Und so. Ob das wohl auch andersrum geht, da bist du an der heißen Sache dran. Oh, shitness. Vielleicht kann sie einen von denen übernehmen. Oder alle. So. Ich weiß leider nicht mehr, wie wir... Doch. 4 und 5 versuche ich gerade ein bisschen auseinanderzuhalten. Aber 5 ist so das, was ich denke, was 4 war. Hä? Wie jetzt? Das macht keinen Sinn. 5 ist das, was du denkst, was 4 war? Ja, so irgendwie. Aber das passiert alles hier. Okay. Was ist eigentlich, also Moment, wie viele Halos gibt es mittlerweile? 5 oder 6? Es gibt 5. Okay. ODST und Reach. Ja gut, ODST und Reach zähle ich so irgendwie als Spin-off. Genau. Genau, das ist, sonst gibt es 5. Ja. Und der 6. ist bestimmt in Entwicklung. Bestimmt. Okay. Kommt bestimmt in 1-2 Jahren noch raus. Ich meine, der letzte Teil kam letztes Jahr. Naja, wenn der in 1-2 Jahren kommt, dann würde ich mal sagen, wäre es dann auch wieder an der Zeit für so ein Ding. Bauen die sich eigentlich jedes Mal so zusammen oder nur? Ne, immer nur beim ersten Mal. Unser Karabiner. Ah, es ist okay. Halt so alles reused, ne? Okay, ja. Das finde ich so ein bisschen lame an den Waffen. Und die haben auch wieder so nicht... Hier haben sie komischerweise keinen so Impact. So brrm, brrm, brrm. Ist doch lame. Ja, stimmt. Aber vielleicht sollen die sich so anfühlen, so clean und was, ja, ja. Die perfekte Version von dem, ach, was weiß ich. Ja, aber dennoch macht's, die machen halt keinen Spaß. Ja, das ist und das ist halt, clean. Sollte das erste sein, wo man merken sollte, hey, das Böse ist im Busch. Ich habe gehört, der neue, der Trailer für Sniper Elite 4 ist raus. Den würde ich mir gerne mal angucken, mal wieder richtig schön Röntgen, Lust-Shots verteilen. Ich hab mir mal den dritten Teil geholt, fand ich allzu meiner Zeit, als er im Sale war. Ja. Den noch gar nicht gespielt. Der soll witzig sein. Also ich meine, Sniper Elite ist
so ein One-Trick-Pony letzten Endes. Aber wenn man sich an dem Trick nicht satt gesehen hat, dann kann man sich das ja mal geben. Nein, ich habe den zweiten, den gab es mal kostenlos auf Steam. Genau. Der war mir aber zu heftig. Da bin ich nicht über das erste Level hinausgekommen. Von der Schwierigkeit? Ja. Okay, aber der hat auch so Spikes, der hat auch so Schwierigkeiten. Das ist das erste Level, sobald du mehrere triggerst, Ende. Ja, ja, ja. Nee, das ist natürlich das nervig, bin ich, aber. Ich. Was? Irgendwie erhöht das Betreten der Portale meines Systems. Kann dir das alles anhaben? Keine Sorge. No, no. Hey, ich weiß es nicht. Oder nicht? Oh. Beziehung. Aber ich finde die Lichtstimmung hier echt cool. Ja, die Lichter sind nice und wie das so glowt. Und auch diese Winkel und diese Designs irgendwie so clean, ja. Und das ist die Schutzplatte. Ach was, sowas gibt's auch. Nice. Ja, die haben halt alle, was brauchen wir? Wir brauchen Pistole, Sturmgewehr, Scharfschützengewehr, Schutzflinte, Granatwerfer. Mhm. Machen da aber auch Sets. Das, ey, man, wenn man so überlegt, was Turok 2 für geile Waffen hat. Man kann eigentlich so viel machen mit, ja, Waffen. Das war auch so ein bisschen Massendesign, würde ich fast behaupten, was die hier gemacht haben. Also, ja, also die Standards. Sie bauen sich zusammen, leuchten orange, Ende. Ja, ja, und ansonsten funktionieren sie wie Doom-Waffen. Schon damals so mäßig. Also so, ja, die Grundlage ist halt geschaffen. Sturmgewehr, Pistole, Shotgun, irgendein Raketenwerfer oder so ein Scheiß. Und ja, ja, Area of Effect. Gucken wir mal, was die Granaten machen. Okay. Oh, okay. Schwarzes Loch-Ding. Doppel-Boom. Irgendwie so. Und kannst du... Gibt es Areale im Spiel, wo du dann alle diese Waffen gleichzeitig kriegst? Die Waffen plus die. Das weiß ich gar nicht, ob man dazu kommt, weil es ist ja meistens dann so, auf was für Gegner triffst du. Mhm. Aber ich glaube, die Allianz ist so ziemlich abgeschrieben jetzt auch, für den Großteil. Okay. Jetzt kämpfen wir halt nur noch gegen das. Ach so. Und weiß nicht, die sind irgendwie nicht so interessant zu bekämpfen. Ne, die sehen wirklich generic aus, leider. So nur nach 15 Meter. Vor allem die Hunde kommen auf dich zu. Ja. Das Ding kommt auf dich zu. Ja, und genau. Und so schützt ab und zu andere. Das ist so das höchste der Gefühle der Taktik, die Gegner hier fahren. Mhm. Ansonsten waren das immer eine feste Gruppe und die zerschlägst du so mit der Zeit. Ja. Und hier hast du, hier ist ein Gegner, da ist ein Gegner so. Jetzt hätten sie keine Lust mehr gehabt. Mhm. Die sind ja noch so am interessantesten. Die kommen nah und können dann. Ah, ich habe keine Munition. Haben dann plötzlich noch einen Nahkampfangriff und teleportieren sich weg nach einer gewissen Zeit, die sie Schaden genommen haben. Okay. Bonk. Ist das so? Kerne. Kennst du keine Kerne? Das ist der Pudelskern. Ich hätte jetzt gern so ein paar Sonnenblumenkerne? Ja, Mann. Das ist so richtig schön Russen-Style. Sonnenblumenkerne. Was ihr damit immer habt, geht drauf, oder? Ah, warte ab. Erstmal Deckung. Obwohl, du hast vielleicht einen Checkpoint aktiviert gerade. Vielleicht. Das wäre doch mal was. Ja, ja, ist ja gut. Ich bin ja schon hinüber. Ja. Ich bin mir uneinig. Ja, ich weiß auch nicht, was da gerade. Aber auf jeden Fall. Nette. Wir gehen halt voll nicht drauf, die Kackteile. Ah. Das kommt zum fehlenden Impact noch dazu. Der kein Impact, der tatsächlich kein Impact. Mhm. Als würde ich hier mit Soße um mich werfen. Hm. Als würde ich hier mit Soße um mich werfen. Ballara. Okay. Gut gemacht, einer noch. Was ist das für ein Oschi? War das gerade die Pumpgun, dieses dicke Ding da? Das hier? Ja. Oder ist nein, das noch ist dieses, so ein Sturmgewehr? Das ist ein Karabiner-Ding. Ja, okay. Die sehen sich aber auch ein bisschen ähnlich, muss natürlich, ich sagen. Natürlich, die haben ein also Designkonzept. Aber das sagen die auch offen und ehrlich. So. Okay. Ich finde es total cool, dass das so ist. Das so, merkt man halt so verschiedene Philosophien. Mhm. Kann ich nur empfehlen, Crobat, hier glaube ich, war das mit den Interviews Bungie und 343 nebeneinander. Ja. Ach, das hat er auch zusammengeschnitten? Ja. Das ist ja witzig. Ja, das muss ich sehen.
Was solltest du sehen? Ich meine, diese Gegenüberstellung bei seinen Edits. Na, fantastisch. Okay. Glow in the dark. Mhm. Voll die Raver-Party hier. Also hier solltest du keine Drogen zu dir genommen haben. Da ist der Master Chief ja genau richtig mit seiner Doppel-Subwoofer-Bass-Machine auf den Schultern. Diese Party ist genau nach meinem Geschmack. Alle guten Dinge sind drei, aber hä? Aber wo ist denn... Wir haben doch alles zerstört. Eigentlich, ja. Der wird mir nicht angezeigt, also muss ich ihn ja wohl zerstört haben. Okay, musst du jetzt wirklich alle wegmachen erstmal? Das wäre also richtig dumm, so Serious Sam-Style. Das wäre richtig dumm, ja. Und dann geht's erst weiter. Dann streut der Scheiß auch noch. Spray and pray, bitches. Ja, wenn das gehen würde. Okay. Hä? Keine Ahnung, irgendwas ist in die Luft gegangen. Aber wieso? Da! Hä? Ja, den hatte ich vorhin, das hat aber dann wahrscheinlich doch nicht gezählt. Okay. Aber wieso wurde er mir jetzt die ganze Zeit nicht angezeigt? Das ist die Frage, ja, die wir uns jetzt stellen müssen. Oder drei gesagt, von denen. Die wir ins Beschwerdebuch von 343 reinschreiben müssen. Ja, Alter, ich stehe hier wieder drauf. Hat 343 ein Beschwerdebuch? Ich hoffe doch. So schön am Eingang, so dieses klassische rote Beschwerdebuch. Alter, jetzt, was ist das für eine Technik, dass du einzeln nachladen musst? Das ist doch normal bei Shotgun. Aber doch nicht bei Sci-Fi-Shotgun. Ich finde das eigentlich ganz cool, dieses Ding, wo er das reinlädt, sieht aus wie so ein Glühbirnendraht. So das Teil, wo er das reinpackt. Ja. So. Das man weiß noch nicht, was der da reinpackt. Ne? Nein, das stimmt, das sieht man irgendwie nicht. Ich meine, du hast da oben diese... Ne? Aber was soll das sein? Sind das so Mikrochips? Es leuchtet und sieht cool aus. Es schwebt sogar über der Waffe eigentlich. Vor allem ist es so dieses komplementäre Kontrast. Ja. Auf ein Maximum ist alles blau und irgendwie stimmt. Die Waffe sind orange. So, ich hoffe, das macht man jetzt nicht dreimal. Sprich, neunmal so der Kugel kaputt hauen. Das könnte ab jetzt aber wirklich das Gameplay sein. Das wäre hart beschissen. Ich hoffe es nicht. Ich weiß es nicht. Werden Sie den Gravitationsrichter gezogen? Ach schon. Ich versuche Sie zu warnen. Kümmern Sie sich um den Strahl. Don't cross the streams. What? Ich hab da auch so eine Strahlsteuerung. What? What? Das hat's gebracht? Scheinbar. Störung ist noch zu stark, um sie zu warnen. Wir müssen den anderen Strahl ausschalten, bevor sie hier reingezogen werden. Das machen wir jetzt tatsächlich ein- und zweimal, macht man's. Auch wieder mit Kernen? Ich hoffe nicht. Weil wir haben sie jetzt verstanden und so. Ich hab mich gefragt, warum die Trinity noch nicht auf Allianz gestoßen ist. Weil die hier ist. Sie bewegen sich auf den Zwangbuchelon zu. Das kann kein Geist sein. Aha. Das ist jetzt das Innere des Planeten. Ah, das ja. Wirkt irgendwie nicht so groß. Nee, wie so ein ganzer Planet wirkt das nicht mehr, wie so ein Mond oder maximal. So. Ja, was hier glaube ich noch fehlt, ist diese Distanz, dass es verschwommener und schlecht sichtbarer wird. Das fehlt hier komplett. Das sieht aus wie so eine kleine Kugel von 50 Quadratmetern. Ja. Auch das hier. Das ist auch so typisch Halo, diese Boxen, die überall rumstehen, wo Waffen drin sind. Das haben so, hat jeder. Okay. Die Menschen haben das, Allianz, und die haben das auch. Das muss ich wohl... Naja, ich meine, gut, andererseits, wo kommen die ganzen Medipacks her in Spielen, wo du Medipacks einsammelst? Ja, das finde ich ja immer eine coole Sache, diese Dropships. Mhm. Ja, das ist nice. Kämpfen die jetzt gegeneinander? Ja. Okay. Oh shit, okay. Keiner mag sich hier, aber das nutze ich. Das finde ich auch immer schön, dass es sowas zu wenig in Spielen gibt. Ja, das muss man irgendwie mal öfters bringen, sowas. So
zum Beispiel in, jetzt wäre gleich schon wieder dieses Spiel mit Turok 2, ich weiß nicht warum, aber in Turok 2 bekämpfen sich Gegner, wenn die sich einmal getroffen haben. Also, guck dir das an. Hast du das gesehen? Das war nice, ja. Ich bin zum Boden geschmaggelt. Also wenn ein Gegner aus Versehen einen anderen trifft, oder wenn ein Gegner jemanden... Ja. Dann fangen die sich an, gegenseitig zu battlen. Ich glaube, das gab es sogar schon in Doom 1. Also das, wenn du einen Shotgun-Typen hattest oder so, und da jemand in den Lauf, in die Schussbahn läuft und getroffen wird, dann fängt er an, seinen eigenen Typen anzubauen. Ja, das... Oh, das ist schon cool. Der hat die beide ausgeschaltet mit seinem scheiß Nackangriff. Okay. What? Ja, das ist halt so... Das ist auch nicht cool. Ja, ja, ist mir aber egal. Ich aber nicht mehr. lol, Roffel. Ah, enttäuschend. Was? Das Ding explodiert noch nicht mal? Das ist doch eindeutig zum Explodieren gedacht. Es leuchtet. Ja, das ist rot. Das ist doch eindeutig... Bin ich errichtet? Seit Doom ist doch klar, dass der Scheiß explodieren muss. Captain Andrew Del Rio. Alles klar. Oh mein Gott. Was passiert hier? Ich muss auch sagen, ich mag die Musik hier nicht mehr so sehr wie noch in den ersten beiden Teilen. Ist das denn überhaupt noch der gleiche Typ? Nee. Deswegen vielleicht. Hoch zum Relais. Ich habe neulich ein Interview mit. Gott, na. Wie heißt der Typ? Na, der die Musik von Doom gemacht hat. 2016? Ja, genau. Okay. Ja. Auch auf dem gleichen Channel, wo diese Doom-Doku herkam. Ja, hab ich auch gesehen. Ich wusste es irgendwie im Hinterkopf, weil sich das echt ähnlich anhört, aber so, keine Ahnung, ich musste das nochmal extra nachgoogeln. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob das so stimmt, was ich mir gedacht habe. Das ist der gleiche Typ, der auch die Musik für das neue Killer Instinct gemacht hat. Und da finde ich den Soundtrack auch schon geil. Das ist einfach so richtig in die Fresse Soundtrack. Das passt richtig gut zu so, ja, zu so einem in die Fresse Titel halt. Also so, das ist völlig nachvollziehbar, dass das bei Doom, dass der Typ halt für Doom den Soundtrack gemacht hat und für fucking Killer Instinct. Das ist einfach nur geil. Oh. Ach, Platsch. Von jetzt was? Kommt der Typ, hallo. Hallo. Okay. Spratz. Was ist jetzt anders? Oh yeah. Also die können das. Ja. Und wie macht man das? Vielleicht X? Nein. RBs aussteigen. Machen wir es auf die gute alte Methode. Oben ist immer besser. Ist immer schön den Boden aufräumen. Es sind nur zu viele von denen da. Ja gut. Aber vielleicht kann ich das so richtig cheap alles von hier zerstören. Ja, das würde ich machen, ganz ehrlich. Da okay, kenne ich. Haben wir es sogar noch so ein Ding. Da kennst du nichts, ne? Da kenne ich nichts, ne. Einfach grob. Was? Oh. Oh, shit. Dieser freche Penner. Okay. Dummer Wichser. Immer noch meine Angelegenheit hier. Zerstören. Ich glaube, okay, das geht am besten, wenn man reingeht. Ja. Hit and run. Bad spot. Zeig einfach, das funktioniert. Back in derp. Physics. Wow. Kein Autogramm heute. Was? Okay. Bonk. Ja. Aller guten Dinge sind drei. Kern. Wo bleiben meine Sonnenblumenkerne? Nichts gibt's. Master Chiefski würde jetzt nach seinem Borsch und seinen Sonnenblumenkern verlangen. Spätestens jetzt. Spratz. Diese Schilde, die hier rumstehen, kannst du die eigentlich mitnehmen? Kann man die aufheben? Naja. Die sind einfach nur so. Das war fun. Es gibt. Ich weiß. Doch, es gab die seit dem dritten Teil, gibt es die zum Selbstaufsammeln. Und auch selber aufstellen? Ja. Aber ist das wirklich sinnvoll?
Außer wenn es in so einem Gang ist. Oh, das ist jetzt aber wirklich dumm. Das wäre fast blöd gelaufen. Ja. Aber nur fast. Oh, das Licht am Ende des Tunnels. What? Remix. So, das gucken wir uns noch an. Ich glaube, dann sind wir nämlich auch wieder bald an einem guten Ende. Andrew Del Rio. Wie der Fluss? Ja. Wir kommen jetzt zu ihm. Andrew vom Fluss. Raus. Also ein bisschen nicht zeigend, was er da macht. Ja, das ist einfach Glow-Zeugs. Ja. Glow-Zeugs aus. Und warum macht das wieder rein? Wäre das jetzt dumm, würde das einfach zertreten. Ja. Oder rausreißen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum sollte die Entsinnerelais interessieren? Eine gute Frage. Du einfach den Kontrollknopf. Wieso interessiert das uns, ist doch die Frage. Beinahe zu Hause. In höchstens 2 Minuten. Die Allianz ist ja eilen zu irgendwas auf der Rückseite des Satelliten. Das Satelliten? Ist das okay, wenn wir... Okay, ihr wollt also kämpfen. You picked this fight. Alter. Ah, Rexol. Okay, wo sind wir hier? Was müssen wir hier machen? Alle Toppen. Okay. Let's do that. Da ist ein großes Tor und da ist ein großes Tor. Wir wollen uns aber zu diesem großen Tor packen. Wir machen mal den ganz billigen und... Surprise! Shooty McHatchoot ist dein Name. So sieht's aus. What the fuck? Ja, überraschend. Na gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir doch hier... Schicht. Ich meine, es war immerhin Start eines neuen Levels, was ein bisschen strange ist, aber okay. Dann soll es das jetzt mit Teil 3 gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder bis zum nächsten Mal. Teil 4 tatsächlich. Yes, ciao.